Herzlich willkommen zurück zu XCOM. Wir geben die Runde ab. So, jetzt sind wir vier Leute hier. Langsam können wir mal dran denken, das Schiff zu infiltrieren. Ihr seht schon, das ist schon wirklich ein richtig großer Brocken. Da haben wir bestimmt ein bisschen damit zu tun. Das heißt aber auch, wir bekommen ordentlich Knete. Den Lexus werden wir von hinten rum auch mal ranführen. Das heißt, er macht eine Runde außen rum, dann trifft er auf die Kollegen. Und dann werden wir uns langsam reinwagen. Jetzt will ich mich noch nicht vor den Eingang stellen, weil sonst kommen sie wieder raus und ballern bzw. grenadieren sie uns nieder. So, sieht alles ganz gesund aus hier. Gebe ich nochmal ab. Wir hören keine Aktivität im Schiff. Aber wir wissen natürlich, dass da drin die Hölle los ist. So, der Lexus. So, jetzt habe ich eine Tür gehört. Kann er nochmal schnell runter zu uns kommen? Hat natürlich nicht genug Energie. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob sich da was machen lässt. Malmö. Ach, ich glaube, das ist nicht so das Wahre. Ich werde den UPO-Out mal mit herstellen. Eventuell Spontanschuss. Kam keiner raus. Das ist sehr gut. Ich werde mal mit Malmö reinspitzen. Da steht so ein Freak. So. Dann bitte nochmal raus, Malmö. So. Den UPO lasse ich ein bisschen aufrücken. 32 Zeiteinheiten braucht er für einen Spontanschuss. Okay, das heißt, er kann noch schießen. Inex rückt nach. Genauso wie unser Freund Okais. So, die Jungs haben jetzt eine schwere Aufgabe, diese eventuell mit ihrem Leben bezahlen. Lexus hat keine Energie mehr. So, nichts passiert den zwei Jungs da oben. Das ist schon mal gut. Stehen bleiben möchte ich hier nicht. Das heißt, nochmal raus. Und die Kollegen rücken nach. Weiter können sie, glaube ich, nicht. Genau. Also auch Okais, die paar Schritte hoch. Lex ist ein bisschen weiter mit vor. Der muss erst wieder Energie tanken. So, da wird der G wieder versucht zu kontrollieren. So. Naja, wagen wir uns halt trotzdem mal rein. Auch wenn das alles andere als gesund ist. Da können sie jetzt natürlich von unten schießen, da können sie von oben schießen. Oh, da können wir uns verklicken. Das war jetzt wieder wunderbar. Das passt mir jetzt so richtig ins Konzept. Genau deshalb nämlich, weil sie jetzt auf dem Präsentierteller standen, unsere Soldaten. So, wurde jemand verletzt? Nein. So, dann werde ich mit meiner ursprünglichen, etwas vorsichtigeren Taktik fortfahren. Gut. Schauen wir mal hier über die Brüstung. Sehen wir nichts. Ich sagte was von vorsichtiger Taktik, aber das ist natürlich absoluter Blödsinn, wie man gerade hier sieht. So, okay, bitte. Wir wollten doch die Einrichtung nicht kaputt machen, Freunde. Denn wir wollten ein bisschen Geld haben. Inex braucht 26 Zeiteinheiten. Wird kein Schussfeld haben. Ne. Also schick mir den Lexus auch noch mit rein. Psionische Attacken. Wenn es nur das ist, soll mir das recht sein. So. Wir sehen den Vogel nochmal. Okay, ich probiere es nochmal. Ach Junge, so geht das nicht. Da muss man sich nicht wundern, dass man dann ordentlich halbtot geschossen wird. Lexus, gleich mal heilen. Zwei Armwunden. So, weg sind sie. Wir müssen den kleinen Bastard da unten jetzt aber wirklich mal wegkriegen. Inex, probierst du jetzt mal. Jawohl.
wollen wir uns mal ein bisschen aufteilen. Der Upo out, schaut mal hier runter. Also ich habe ehrlich gesagt, muss ganz ehrlich gestehen, für dieses Schiff habe ich keine brauchbare Taktik. Man merkt es mir vielleicht auch an. Und hier kann jeder Schritt auch tödlich sein. Am besten wäre es einfach so schnell wie möglich diesen Hauptaufzug zu erreichen, aber selbst da ist man dann noch in großer Gefahr. Also allgemein im Inneren der Alien-Schiffe bei XCOM zu agieren, ist tödlich gefährlich. Inex, wir müssen voran, hilft nichts. Der Okais wird nach der Mission wieder mal aussetzen müssen. Malmö. Ich weiß, ich bringe euch gerade in tödlichste Lebensgefahr, aber hier auf der Brücke ewig stehen zu bleiben, ist genauso gefährlich. So, der Lexis und der Upo out sieht ein Alien mit einem Störer. Ah, Upo, das war gar nicht gut. Können wir da eventuell mit dem Okais was richten? 33 Zeileinheiten braucht er für einen Schuss. Schau mal, ob du von hier schießen kannst. Nee. Von hier vielleicht. Könnte er... So, hat seinen Kollegen getötet. Sein Störer ging daneben. Das war unser Glück. Ui, das war aber haarscharf. Das soll ein Warnsignal für uns gewesen sein, Freunde. Sehen wir ihn natürlich nicht durch den Rauch. Das ist gar nicht gut. Denn er ist ja noch da. Und er kann auch, wenn es sein muss, nochmal ballern. Wir hoffen es aber gerade mal nicht. Oh Gott. Vielleicht sollten wir... Wir können auf jeden Fall hier nicht stehen bleiben, sonst ballert der uns weg. Egal welches Alien, ob Störer oder nicht. Das heißt... Lexis geht mal nach unten. Auch nicht ungefährlich. Und da braucht er auf jeden Fall Unterstützung. Ich würde sagen, das macht der Upo. Ich habe null Takte für dieses Schiff. Wirklich null. Okais. Okay. G macht einen kleinen Ausflug. Das kann er ruhig machen. So. Lexis. Was man nicht alles fürs liebe Geld tut. Deswegen spielen wir die Mission. Für sonst ja nix. Ja, stimmt. Wir können fliegen. Das habe ich ganz vergessen. Das sollte ich vielleicht aber ein bisschen mit einbeziehen auch. Das macht die Sache eventuell wirklich einfacher. Da können wir eventuell mit dem Upo... Ne, das machen wir jetzt noch nicht. Das ist mir zu riskant. Mit den wenigen Zeiteinheiten. So, der Okais. Der könnte mal... abgeschossen werden. Da ich so dumm jetzt war. Und ihn in so eine Position zu bringen. Schauen wir mal kurz hier rein. Okay, alles cool hier. Malmö. Oh Mann, geht mir gerade der Bammel. Gut, abgeben. Da war so ein Freundchen, nämlich hier beim Malmö. Mach ihn tot. Dankeschön. So, dann werden wir mit dem Inex auch mal ein bisschen in die Richtung gehen. Schauen wir mal rein. Okay, ich glaube, unten ist es weitaus gefährlicher.
Okays. Schaut mal hierher. Du wirst dich hier aber jetzt erstmal ducken. So, und dann hier weiter. Lexis. Schau mal hier rein. Okay, gut. Da muss wahrscheinlich noch einer sein. Upu out. Okay. Ja, und definitiv noch im Schiff. Ich habe jetzt leider nicht genau erkennen können, wo das war. So, auf jeden Fall schaut der Upu auch nochmal hier rein. Alles klärchen. So, der Lexis. Hier mal ums Eck. Gut. Okay, schau mal nach da unten. Sieht sauber aus. Das heißt wahrscheinlich oben beim Malmö und beim Inex wird irgendwas rumschwirren. Da geht es nämlich noch ein Stockwerk nach oben. Nämlich auf die Decke des Schiffes. Wir gehen aber lieber den Weg hier. Wir gehen nochmal auf Rückzug. So, hier steht auch noch so ein Freund. Wenn ich hier reingehe, werde ich jetzt hoffentlich bitte nicht erschossen. Danke. So, another one bites the dust. So, Türe auf. Hallo Freund, er hat nur einen Thermalschockwerf, von daher nicht so schlimm. Aber weg muss er auf jeden Fall auch. So, dann schaut der Malmö mal hier rein. Brücke. Alles sauber. Mal Entdeckung hinter die Apparatur. Inex bleibt hier mal stehen. Der Okays bleibt hier auch mal stehen. Dann kümmern wir uns wieder um unten. Ich würde sagen, wenn jetzt noch einer lebt, dann maximal noch einer. So, hier ist auch sauber. Schauen wir in das kleine Eck auch mal rein. Wir sind fertig, Gott sei Dank. Wir haben zum Glück nur einen Verletzten. Und ihr seht, wir haben wieder 150 Zirbit und schön viel Käse zum Verkaufen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, und der Malmö wird gleich Leutnant. Sehr schön. Schauen wir gleich mal nach Hause. Mal gucken, was mit dem guten G ist. Wo ist er denn überhaupt? Da oben. Er ist voll Matrose jetzt. Ich werde ihn umbenennen, auch wenn wir wissen, dass er vielleicht nicht so ein guter Soldat wird. Aber ich nehme jetzt einfach den nächsten in der Liste. Das ist der Patrick, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall herzlich willkommen im Team. Leider wahrscheinlich mit einem Minus. Aber ja, so ist das Leben leider. Ich werde ihn auch schnell von der Liste streichen. Also ich kann es vielleicht mal kurz sagen. Ich habe hier 5 Spalten mit Spielernamen. Und ich bin jetzt mit der ersten Spalte durch. Also sagen wir mal gut, 4/5 der sich Beworbenen werden wahrscheinlich leider nicht mehr drankommen. Wollen wir mal nach unserem Angeschlagenen gucken. Wo ist denn der Okays? 25 Tage muss er jetzt leider aussetzen. So war das nicht geplant. So, dann Verkauf. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen Euter. Wir brauchen Murmeln. Aqua-Kunststoffe, da hauen wir mal ein bisschen was raus. Brauchen wir auf jeden Fall nicht so viel. Leider geben die auch kaum Geld. Machen wir mal 350. Außerirdische Reanimierungszone. Weiß gar nicht, ob wir das schon erforscht haben. Außerirdische Implantierer, Lernmaschinen, Klonapparaturen, die haben wir schon erforscht. Das weiß ich, da kann ich mich erinnern. Magnetische Navigation brauchen wir auch nicht so viel. Genauso wie den Ionenstrahlbeschleuniger. So.
Aquatoiden-Leichen weg mit dem Sumps. Genauso wie die schweren thermischen Lanzen. Ein paar so nahe Impulsgeber können wir auch verschabeln. Thermalschockbombe, da brauchen wir auf jeden Fall auch nicht mehr so viele. Und Werfer ebenfalls nicht. Störermunition haben wir ja produziert, aber Werfer brauchen wir nicht so viel. Machen wir mal 5. So eine Blastergewehr, ich weiß nicht, ob wir die überhaupt noch brauchen. Ich werde aber noch ein paar auf Reserve halten. So nah Kanonen, so viel brauchen wir auch nicht. Zirbit behalten wir natürlich, die Störer auch, Verbandskasten auch. Und schon haben wir 6,3 Millionen mehr. Und da sieht das Konto schon wieder ein bisschen besser aus. So. Dann weiter auf der Geologie. Und demnächst müssen wir an der Basis ran. Ich würde sagen, Deadline ist der neue Monat. Jetzt haben wir auch die Leuchtraketen für LSC Europe. Und ich wollte auch Leuchtraketen für Asien kaufen. Nicht, dass ich das wieder vergesse. Aber zuerst mal die Gaußsche Kanone. Die Gaußsche Waffe ist Teil der allerneuesten XCOM-Technologie, der Teilchenbeschleuniger. Dieses Systems wird von einem kompakten, stickstoffgekühlten Fusionsreaktor angetrieben. Und ich glaube, das ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, eine U-Boot-Waffe. Und jetzt werde ich mal was auschecken, nachdem wir den Forschungsauftrag für die Gaußsche Verteidigung mal schnell raushauen, obwohl der total unnütz ist. So. Jetzt machen wir auch mal Folgendes. Wir werden jetzt mal, sofern wir noch genug Wohnblöcke haben, lass mich mal gucken. Wohnquartiere. Nee, haben wir nicht. Okay, dann werde ich das nicht tun. Ich habe mir gedacht, vielleicht auf 100 Wissenschaftler erweitern, aber wir haben nicht genug Wohnblocks dafür. Also lassen wir den Plan. Oh Gott, wir sind schon ewig über der Zeit, sehe ich gerade. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Pause. Wir sehen uns gleich wieder bei mehr XCOM. Bis dann.